Sie feierten hier Wabashak Wana, das Fest der roten Blätter, und dankten Manitou für all seine Gaben. Doch davon ahnte ich damals noch nichts. Und auch nicht, dass bei den Apachen die schönste Squaw lebte, die ich jemals sah. Shochi. Manitou hat den Apachen eine reiche Ernte geschenkt. Der große Geist ist gütig zu denen, die guten Herzen sind. Hat Kuki Petra, der weiße Lehrer, eine Spur von Enchuchuna entdeckt? Sie, der Häuptling, kehrt zurück. Lange war Enchuchuna fort, um mit den Häuptlingen über die Weißen zu sprechen. Nun ist er froh, wieder an dem Ort zu sein, für den sein Herz schlägt. Auch Enchuchis Herz ist froh. Hat Ihr Vater entschieden, was mit den Bleichgesichtern geschehen soll? Sie brauchen die Spur für das Feuerboss. Sie sprechen gute Worte, doch ihre Zungen sind gespalten wie die der Schlange. Sie haben versprochen, dass das Feuerboss nicht durch die Jagdgebiete der Apachen reitet. Nun lagern bereits die Weißen im Rio Pecos. Alle Stämme der Apachen sind bereit zum Kampf. Du sprachst mit den Häuptlingen. Enchuchuna spricht mit den Bleichgesichtern. Wird Kleki Petra auch mit dem Grizzly sprechen, den zerreißen will? Ja, das würde er. Das Wort ist immer besser als der Kampf. Kleki Petras Worte sind weise. Ob weise ist zu sprechen, werden erst die nächsten Monde zeigen. Kleki Petra mag mit Enchuchuna zu den Bleichgesichtern reiten. Auch Winnetou soll uns begleiten. Enchuchunas Sohn ist auf die Jagd geritten. Enchuchi wird ihn finden. Enchuchi ist genauso wie ihre Mutter. Und Winnetou wie sein Vater. Er liebt die Erde und alle ihre Wesen. Auch Kleki Petra hat Winnetou vieles gelehrt. Durch Kleki Petra hat Winnetou die Weisheit des roten und weißen Mannes.